So, kann ich hier einen Stein hinmachen? Ich glaube, dann kommt das Ding nicht mehr hoch, oder? Doch, das müsste gehen. So kommt der, glaube ich, nicht mehr durch, aber so müsste das gehen. Gut, gut. Dann mache ich nämlich hier eine Wand hin. Mach den weg. So, weil die hier muss ja dann die Schalter, die Schalterwand hier ein bisschen weitergeführt werden für die neuen Felder da jetzt. Oh, wir haben keine Spitzhacke mehr. Keine Spitzhacke. Haben wir hier eigentlich noch? Nö. Alles leer. Stimmt, wir haben das alles eingesät. Das weiß ich doch noch so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, dass das nicht hinhaut. So, machen wir nur 2. Geht ja auch. Werden wir schon mit Mühe noch überleben. So. Dann geht's hier weiter. Mit der wunderbaren Geschichte. Lalala. So, das könnte erstmal reichen. Ich weiß nicht, wie viel da noch kommt. Aber nur für das Modfeld würde das erstmal reichen. Für die Bambus- bzw. Zuckerrohr- und Melonen- und Kürbisfelder müssen wir dann halt noch ein bisschen anbauen. Oder, ja, anbauen im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist das für eine Musik? Nummer 1, L1A. Ah ja, okay. Das ist ein echt guter Titel, auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, was machen wir denn jetzt hier? Das ist ein bisschen verwirrend, die Musik da im Hintergrund. Da mache ich mal nächstes Lied. So. Dann verkabel ich das gerade mal hier. So. Warum kann ich hier nichts hinmachen? Ach so, der hatte die Textur nicht geladen, okay. Scheiß Texturen nicht laden. Ich hasse dich. So. Wie ist das hier gemacht? Da habe ich das immer an den Anfang gemacht, ne? Eigentlich. Ja, eigentlich egal, wo das ist. Ist eigentlich ziemlich egal, wo das ist. Theoretisch. Theoretisch kann ich das auch. Ja, platzsparender machen eigentlich. Indem ich. Indem ich das einfach hier hin mache. So. Und dann brauche ich noch mehr von diesen wunderbaren Redstone-Fackeln. Fakilen. Zack. Und da kommt dann einfach der hier dran, ne? Ach so, ja, das geht ja dann nicht. Nase kratzen, Nase kratzen, Nase kratzen, Nase kratzen, Nase kratzen. Das ist jetzt blöd. Vielleicht mache ich dann einfach so. So, da hinten haben wir jetzt einen, der das beleuchtet. Dann gehen die nicht runter, das ist sehr gut. So. Dann müssen wir so machen. Aber dann können die hier auch vorbei, das ist dann vielleicht ein bisschen besser. So, von wegen. Dann machen wir später noch ordentlich. Aber das sollte erstmal so gehen. Provisorisch. Und hier können wir dann, da kann ich den auch wieder wegmachen. Dann können wir da drüben auch so ein Ding hinmachen. So. Ja, das war beabsichtigt. So. Zack. Dann kommt hier so ein Gerät hin und hier so eins und so eins und so eins. Und dann geht das weiter nach da vorne und
Die Geschichte ist allen klar. So. So, ich bin gerade am Überlegen. Da müssen wir jetzt eigentlich auch nochmal diese ganze Zugstrecke und alles müssen wir jetzt noch 10.000 Mal machen. Das wird ein großer Spaß. Nicht. Auf gar keinen Fall nicht. So, den Tunnel da unten haben wir, ne? Genau, für den Trichter. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier unten so ein bisschen miteinander verbinden. Ich grabe mich mal einfach gerade hier durch. In der Hoffnung, ich komme da... Ja, siehst du, da komme ich direkt an. So. Die hier ist einfach nur ein tiefer. Das ist... Muss man das? Muss das. Hey, muss das. Ja, das muss. Okay, das muss ein tiefer. Okay. Da vorne war das, okay. So. Genau, hier muss alles ein tiefer und hier müssen wir auf jeden Fall zumachen. Sonst kommen nämlich genau solche Typen vorbei. Die stöhnen dir dann ins Ohr und dann ist auch schon alles vorbei. Dann bist du hin und weg und kannst dich nicht mehr von denen lösen. Die alten Pedo-Zombies. Wow. So. Ach, die kommen von oben rein, ja. Das ist natürlich im Sachzusammenhang mit den Pedo-Zombies schon wieder etwas eklig, aber ansonsten relativ plausibel. So, da habe ich gerade ganz schnell einen Stein hingemacht in meiner Gewitztheit. Das war ganz schlau. Jetzt sind die da oben nämlich am Verrecken oder was weiß ich. Nee, die ärgern sich gerade, dass ich den Stein dahin gemacht habe. Jetzt können die nämlich nicht mehr mich hier anbaggern, ganz dreist. Das geht jetzt nicht mehr. Tja, dumm gelaufen. So. Dann müssen wir jetzt hier alles einen vertiefern. So, hier ist auch noch ein riesiges Höhlenkonstrukt. Also da bin ich, ja, da bin ich mal besser ruhig. Zack. Alter, was klopft denn? Ich mach mal ganz kurz hier das. Also, einfach nur der Ruhe wegen. Das ist mir sonst ein bisschen zu blöd. Wenn die hier die ganze Zeit am Abklopfen sind, das, also vor meiner Tür, das geht gar nicht, ne? Da muss ich auch irgendwo ein bisschen Privatsphäre haben. Aber ist das auch eklig, wenn hier so ein Zombie klopft sich da hin vor deiner Tür. Ja. Klar. Sicher. Gut, 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 gut. Emmy-Preisträger wird dieses Let's Play bestimmt nicht, aber ich wollte hier weiterbauen, genau. Lalala. So, hier muss noch ein Steini hin. So. So. Und was haben wir hier? Das sieht stark nach irgendwas aus, was ich nicht kaputt machen sollte. Ah, fast. Siehst du, hier sind wir nämlich in diesem anderen Raum angelangt. Das ist sehr gut. Jetzt ist das alles mal so ein bisschen gedanklich miteinander verbunden. So. Haben wir Schienen? Ne, haben wir gerade nicht dabei. Dann mache ich das später. So, hier einmal kurz drauf. Boah, ich bin schon wieder voll drauf, ey. So, hier haben wir dann den Schalter. Den kann ich im Prinzip eigentlich geradeaus drüber machen. So. Sonst verbraucht das hier auch alles einfach zu viel Platz. Genau, dann haben wir direkt über der Schiene den Schalter. Den Schalter. Ja, warte, dann mache ich einfach so.
Zack. Und so. Das muss dann weg. Es wird nur die Frage, wie wir das mit weiter unten verbinden. Also mit dem hier. Da müssen wir jetzt irgendwie dann darunter. Wie ist das denn, wenn ich so mache? Und dann nehme ich kurz mal den da weg und den da weg und den da weg und den da weg. Und den hier nehme ich auch weg. Dann will ich mal kurz das ausprobieren. Was passiert denn da? Der geht nicht aus, okay. Gut zu wissen. Dann schmeiße ich den mal gerade wieder aus. Und der ist immer noch an. Da muss ich mal ganz kurz was überlegen, wie ich das mache. Moment mal, vielleicht geht das ja, wenn ich so mache. Und dann runterfalle und mir ein Bein breche. Nee, das ist eine scheiß Idee. Ja, vielleicht geht's trotzdem. Das bringt dann zwar, glaube ich, nichts, aber... Was ist denn, wenn die hier das Ding hängt und... Was? Ach so, okay. Das ergibt Sinn. Okay. Das hat auch nicht funktioniert. Wie kriege ich das Signal denn jetzt außer mit so einer Treppe da runter? Das ist die Frage, die er sich fragte. Die fragte er sich. Wobei, ich könnte so eine Treppe machen. Das wäre, glaube ich, ganz gar nicht mal so schlecht. Hier habe ich einen Repeater drin, ne? Genau, einen Repeater. Einen Repeater Griffin. Dann mache ich den einfach mal hier anstelle der Fackel hin. Und mache den nämlich dann direkt hier hin. Zack. So. Gut. Da müssen wir hier einfach... Die dürfen wir jetzt nicht wegmachen. Das ist das Problem. Weil ich glaube, das da vorne ist ziemlich egal. Das ist einfach nur die... Genau, das ist nur die Schiene, die ausgeht. Hier vorne wäre es dann der Karren, der losfahren würde. Glaube ich. Ja, ich glaube, das wäre der Karren, der dann losfahren würde. Keine Ahnung. So, dann würden wir nämlich einfach... Einfach ist. Hier. So. Und jetzt ist die Richtung im Prinzip eigentlich praktisch egal. Gehe ich einfach mal nach zurück. So. Und dann müsste ich ja eigentlich so machen können. Und dann so machen können. Jetzt weiß ich nicht, wie das ist. Ich muss das mal kurz nochmal ausprobieren. So, da ist noch getrennt. Das ist sehr gut. Die Musik ist auch sehr laut. Das ist auch in gewissermaßen sehr gut. Zwar sehr scheiße, aber anders betrachtet sehr gut. So, hier geht die aus. Das ist das, was ich wollte. Ja, das ist genau das, was ich wollte. So. Könnte ich aber theoretisch noch einen nach vorne setzen? Ja, das würde gehen. Da muss ich die mal kurz hier wieder wegmachen und hier hin machen. Und dann kann ich die wegmachen. Und so machen und so machen. Das war ja auch sehr schlau. So. Und so.
So, dann muss ich den Schalter wieder ausmachen, dann kann ich die da wegnehmen. Schalter, 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 so. Und dann kann ich die hier wegmachen. So. Genau, dann haben wir jetzt genau das ist dasselbe System, nur ein bisschen komprimierter. Damit wir das mit den anderen auch allen machen können, weil da haben wir noch genug Felder, wo wir das dann quasi klonen müssen. Oder duplizieren müssen oder was auch immer. Auf jeden Fall muss es mehr als nur einmal da sein. Schlimm genug. So. Das Feld ist auch wieder angeschlossen. So, dann kann ich das nämlich quasi direkt daneben laufen lassen. Also mit einem Abstand. Ja, ja, der eine Abstand. Wobei, ich kann das auch direkt daneben laufen lassen, ne? Da muss ich das nur so ein bisschen tricky machen. Ja, das würde gehen. Ja, das würde gehen. Dann mache ich das mal.